Mein Name ist Tanja Schmidt, ich bin 46 Jahre alt, arbeite in der Asklepios Klinik in Bad Tölz und zwar in der Fachrichtung Neurologische Reha. Im Vergleich zu einer Akutstation ist es in einer Rehabilitationsstation so, dass man mehr Zeit für den Patienten zur Verfügung hat und dass das auch interdisziplinär eine große Rolle spielt, dass zusammen mit der Therapie gepflegt wird und mobilisiert wird. Also das ist immer eine Einheit und ganz wichtig, dass alle Abteilungen zusammenarbeiten. Da fließt eins ins andere. Im Umgang im Team ist mir wichtig, dass wir große Transparenz haben und Vertrauen. Nur so geht Teamarbeit. Es ist ein Geben und Nehmen und nur wenn man ehrlich ist, dann kann man Probleme bewältigen. Den Pflegeberuf kann man deshalb gut empfehlen, weil die Arbeit im Team wahnsinnig Spaß macht. Man sieht gerade in unserer Abteilung viel Erfolge gemeinsam. Oft kommen Patienten zu uns und wir haben fast keine Hoffnung, dass die wieder auf die Füße kommen. Und trotzdem, nach Wochen oder Monaten, geht der Patient vielleicht am Rollator raus von Station und das bringt ein riesengroßes Erfolgserlebnis. Und das feiert man auch im Team, weil man weiß, dass man es gemeinsam erreicht hat. Ich arbeite sehr gerne in Bad Tölz, weil ich dadurch heimatnah arbeiten kann, in einer schönen Gegend. Viele Freunde und Familien von mir sagen, du arbeitest da, wo andere Urlaub machen. Stimmt auch, wenn man es manchmal auch zwischendurch vergisst. Aber ich finde die Einheit relativ überschaubar, dieses Haus. Und dadurch hat man kurze Wege, gute Verbindungen und kann Probleme und Dinge schnell lösen.